Heute haben wir Gelegenheit, den deutschen Botschafter Dr. Hans-Heinrich Schumacher zu treffen. Ich bin schon gespannt, was er uns zur Bedeutung Thailands, zur Bedeutung der deutschen Botschaft hier alles so erzählen kann. Und ich denke, er wird auch einige interessante Details über das Land des Lächelns für uns parat haben. Doch schauen Sie selbst. Herr Botschafter, wie schätzen Sie den Stellenwert der deutsch-thailändischen Beziehungen ein? Über 150 Jahre. Allein das ist ja schon eine ziemlich bezeichnende Jahreszahl und ein Jubiläum. Die Beziehungen sind überaus komplex. Das wird in Deutschland meist übersehen. Akademische Zusammenarbeit, technologische Zusammenarbeit, Wirtschaft, Tourismus. Eigentlich sind wir auf allen Feldern in den deutsch-thailändischen Beziehungen sehr gut vertreten. Die Beziehungen sind viel, viel enger und viel ausgeprägter, als man sich das vor allen Dingen in Deutschland mit einer etwas einseitigen Berichterstattung vorstellt. Können Sie was zur Größe und zur Bedeutung der Botschaft im Vergleich zu den Nachbarstaaten sagen? Diese Botschaft hier ist eine sogenannte Schwerpunktbotschaft für die gesamte Region. Dies natürlich bedingt vor allem durch das enorme Arbeitsaufkommen in der Rechts- und Konsularabteilung. Nicht nur wegen der hohen Anzahl an Visa-Anträgen, auch durch die vielen thailändisch-deutschen Heiraten, aber auch eine erkennbare Tendenz von deutschen Staatsangehörigen, sich hier in Thailand auf Dauer niederzulassen, was natürlich das Arbeitsspektrum der Botschaft verändert. Wir sind nicht nur eine der größten Botschaften in der Region, wir sind auch eine der größten Botschaften weltweit. Wie schätzen Sie die demokratische Entwicklung in den letzten Jahren, in den letzten 3 Jahren ein und wo geht der Weg Thailands hin? Über Thailand ist natürlich viel Dramatisches geschrieben worden, teilweise auch zu Recht, denn die Demonstrationen im Mai, auch mit ihren Auswirkungen, den Bränden in der Innenstadt, waren etwas, was doch Sorge erregen könnte. Allerdings, dieses Land steht nicht vor einem Bürgerkrieg, was viele Berichte als Eindruck vermitteln. Die thailändische Regierung, meine ich, versucht mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, den Graben, der zwischen den politischen Lagern aufgerissen ist, zu schließen. Letztlich wird er meines Erachtens nur zu schließen sein durch Neuwahlen. Und wir vertrauen hier dem Premierminister, dass er bis zum Ende der Legislaturperiode, nächstes Jahr Dezember 2011, diese Neuwahlen abhalten wird. Wenn diese Wahlen, was wir erwarten, das Ergebnis dieser Wahlen dann auch von allen akzeptiert wird, meine ich, hat dieses Land eine positive Zukunft vor sich. Und ganz allgemein gesprochen, wo sehen Sie Thailand in 10 Jahren? Ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wer aber die Aktivposten dieses Landes sieht, die Landschaft, den Tourismus, die Bodenschätze, die Wirtschaft. Thailand ist ja zum Beispiel der 10. größte Autobauer. Dieses Land liefert nicht nur Nahrungsmittel oder Textilien, es hat sich technologisch sehr weit entwickelt. Zusammen mit einer politischen Stabilisierung hier und der fortschreitenden Integration in Südostasien, der ASEAN-Gemeinschaft, meine ich, dass hier große Möglichkeiten bestehen, dieses Land politisch und wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Danke.